weiteren Ausgabe des Sportplatzes, heute mit einem Best-of. Neben Eishockey gibt es ja auch in unserem Sendegebiet weitere Sportarten und die interessantesten möchte ich euch in dieser Sendung präsentieren. Wir beginnen mit Handball und sehen gleich im ersten Beitrag einen Bericht über ein Spiel des UHC Salzburg. Beim Handballspiel des UHC Salzburgs gegen den TSV Grafing zunächst einmal den gelb spielenden Gästen am Ball. Schöne Aktion im Tor des Salzburger stand übrigens Martin Ebner. Noch ein Versuch. Versucht da durchzukommen, was allerdings nicht wirklich überlebt. Kein Problem für einen Goalie. Es gibt allerdings 7 Meter. Pass, Wurf und auch hier eine schöne Parade vom Grafinger Goalie war nicht so einfach, wie es hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder eine schöne Aktion. Die Salzburger versuchen es über die linke Seite. Wurf und Tor war, wie ich finde, nicht ganz wunderbar. Und jetzt kommt der Gegenzug. Wurf und hier ist ein weiterer Treffer. Da muss ich sagen, hätte man durchaus als Goalie mehr machen können. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Wurf, gut aufgepasst. Der Ball geht am Tor vorbei und beide Goalies lieferten eine ausgezeichnete Leistung. Jetzt wieder die Salzburger in der gegnerischen Hälfte. Wurf, hängt sich durch. Immer noch die Salzburger. Wurf und schön gemacht ins Kreuze. Keine Chance für den Grafinger Goalie. Jetzt wieder eine neue Aktion. Sucht einen Anspielpartner. Ungehalten. Schön gemacht, war nicht so einfach, wie es auf diesen Bildern vielleicht aussah. Es gibt 7 Meter, wie beim Handball der Strafwurf genannt wird. Jetzt den Wurf und Tor. Ein weiterer Treffer für die Gäste aus Graf. Dann die zweite Halbzeit. Salzburger bleiben am Ball. Die Seiten wurden gewechselt. Wurf. Immer noch die Salzburger, die den Ball gut in ihren eigenen Reihen halten können. Finden noch keine Möglichkeit zum Durchspielen, vielleicht jetzt. Und es gibt ein Foul, allerdings außerhalb der blauen Zone, somit kein 7 Meter. Dann wieder ein Angriff der Gäste. Schöne Aktion. Schuss und ein weiterer Treffer für die Gäste. Keine Chance für Martin Ebner, da etwas zu machen. Und die Gäste setzen sich auch in der Hälfte des UHC Salzburg fest. Wurf, aber der Ball geht aus Salzburger Sicht erfreulicherweise am Tor vorbei. Jetzt wieder die Salzburger übernehmen hier sehr sehenswert den Ball, Rückpass und Tor, weiterer Treffer. Auch dieses Mal waren der Rolle der Gäste ohne wirkliche Abwehrchance. Wurf. Pass, immer noch die Gäste am Ball und auch da gibt es einen weiteren Treffer, weil der Flügel nicht attackiert wurde. Neuer Versuch. Ja, vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Die Flügel sind der Stürmer beim Handball, die Aufgabe haben, Tore zu erzielen. Der ist allerdings drin ging. Jetzt wieder die Salzburger. Auch dieses Mal ging der Ball nicht ins Tor. Die Salzburger bleiben allerdings dran. Wurf.
Und da weitere Treffen. Gas geben. 7 Meter. Versucht den Kohle auszutrinken, aber der Ball geht rüber. Daher logischerweise kein Treffer. Und das Spiel geht weiter. Salz ist der Blind dran. Und jetzt wieder. Und dann wieder die Geste zunächst mit einem Wurf. Scheitern allerdings an der sehr guten Abwehr. Der Ball geht zunächst daneben. Guter Pass von Martin Ebner. Wieder ein Mann. Aber auch dieses Mal geht der Ball daneben. Dennoch gewinnen die Salzburger diese Partie mit 26 zu 21 und feiern damit einen wichtigen Sieg. Im Handball ist auch mit dem USV Beislotron Salzburg eine Wasserballmannschaft in unserem Sendegebiet präsent. Diese Wasserballmannschaft war sehr erfolgreich und spielte im Playoff der Wasserball-Bundesliga unter anderem auch gegen den ASV Wien. Und bei diesem Spiel war ich mit der Kamera dabei und auch der Beitrag hat es hierher in diese Sendung. Im Semifinale der Wasserball-Bundesliga zwischen dem USV Beislotron Salzburg und dem ASV Wien zunächst einmal die in Blau spielenden Wiener am Ball. Wurf, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder die Salzburger, die mit Mita Rakitic im Tor beginnen. Gut abgewehrt von Salzburger Goalie. Dann wieder ein Angriff am Wiener. Aber auch da gibt es weiteren Vorteile und auch dieses Mal passte mit der Rakete sehr gut auf. Jetzt wieder die Salzburger im Angriff. Wurf und Tor. 1 zu 0 für die Salzburger. Herrlich gemacht und keine Chance für den Wiener Goalie. Und es sollte so weitergehen. Gute Aktion und Tor. Zweiter Treffer zum 2 zu 0 für die Salzburger. Auch dieses Mal war der Wiener Goalie ohne wirkliche Abwehrchance und somit ein weiterer sehenswerter Treffer. Dann das zweite Viertel. Wir sehen es, dass es in Strömen schüttete und die Salzburger bleiben am Ball. Allerdings musste Anfang des zweiten Viertels das Spiel wegen eines Gewitters unterbrochen werden. Dann nach einer Unterbrechung sind die Salzburger wieder am Ball. Wurf, Nachschuss und kein Problem für den Wiener Goalie. Jetzt wieder ein Angriff, Rückpass, Pass. Die Salzburger bleiben dran und kein Problem für den Wiener Goalie, den Ball abzuwenden. Weiter versucht das Salzburger, versuchen es über die rechte Seite und da weitere Treffer herrlich herausgespielt, war wirklich sehr sehenswert. Dann wieder ein neuer Versuch, Wurf und Tor, erster Treffer für die Gäste aus Wien, einer von insgesamt 7 an diesem Wasserballabend. Dann das dritte Viertel. Wir bleiben noch immer im zweiten Viertel. Gute Aktion. Die Wiener bleiben am Ball. Wurf. Aber im zweiten Viertel wurde das Ergebnis noch deutlicher. Jetzt allerdings das dritte Viertel. Wurf, Pass, immer noch die Salzburger am Ball, herrlich herausgespielt, aber auch da bringt es einen weiteren Treffer, schön gemacht von den Salzburger und herrliche Kombination. Und die Salzburger bleiben am Drücker, versuchen es ebenfalls über die rechte Seite.
wird nicht attackiert und kann somit den Goalie der Gäste auswählen, umspielen und einen weiteren Treffer erzielen. Dann wieder die Salzburger. An diesem Abend Feld überlegen, Wurf und Tor, weiterer Treffer an diesem Wasserballspiel, herrlich gemacht, und auch dieses Mal hatte der Wiener Goalie nicht wirklich eine Abwehrchance. Dann das Schlussviertel. Neuerlicher Versuch. Die Salzburger bleiben in der gegnerischen Hälfte, aber es gibt Vorteil für die Gäste aus Wien. Jetzt wieder ein Abschlag. Versucht zu tricksen und der Ball landet ein weiteres Mal im Tor. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder ein weiter Passversuch. Wurf. Der Ball geht allerdings nicht in Richtung Tor und somit besteht keine Gefahr. Das Tor der Gastgeber. Gut aufgepasst. Und jetzt wieder. Weiter Abschlag. Aber es ändert sich nichts. Die Salzburger feiern einen klaren und auch in dieser Höhe verdienten 20:7 Erfolg. Soweit also das Thema in Handball und Wasserball. Und natürlich dürfen auch in dieser Sendung Berichte rund um das runde Leder nicht fehlen. Denn es gibt natürlich auch von der Regionalliga bis hinunter in die zweite Klasse Nord B jede Menge Fußballspiele, die auch interessant sind, und ein Vorbereitungsspiel zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg hat es hierher in diese Sendung geschafft und wir sehen also somit den nächsten. Im Vorbereitungsspiel zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg zunächst einmal die in Blau spielenden Gäste am Ball. Behalten den Ball zunächst in der eigenen Hälfte. Können jetzt wieder ein Eckball. Schluss, aber der Ball geht sehr weit am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Neuerliche Kontermöglichkeit. Aber auch da gab es einen Foul und da könnte es durchaus Elfmeter geben. Die Pfeife blieb allerdings stumm. Jetzt wieder der USK Gneis am Ball. Gute Aktion. Immer noch der USK Gneis. Kugel bleibt allerdings hängen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber dieses Mal kein Problem für den Kugel. Jetzt wieder ein Pass. Weiter Abschlag. Aber es ändert sich nichts und der Spielstand nach den ersten 45 Minuten lautete torlos 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal die Gastgeber am Ball in der eigenen Hälfte. Pass. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch, Schuss und Tor, 1:0, herrlich herausgespielt, keine Chance für den Goalie des SC Damsweg, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein Rückpass. Der USK Gneis bleibt vorerst am Ball, Kontermöglichkeit aus und Nachschub. Der Ball landet zum 2:0 in die Maschen der Gäste. Da könnte man als Goalie durchaus näher hingehen. Jetzt wieder die Gastgeber, die jetzt den Ton angeben. Pass. Können den Ball in ihre eigenen Reihen behalten. Rückpass. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein.
Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Versuchen es erneut über die linke Seite, aber scheitern zunächst an der Abwehr. Eine klare Führung für die Gastgeber, die auch vom Spielverlauf her absolut verdient ist. Jetzt wieder der SC Tamsweg. Pass. Neuerlicher Versuch. Flanke. Und dieses Mal stand es 3:0. Der Goalie der Gäste hatte bei so einer Situation absolut keine Chance. Rückpass. Der SC Tamsweg bleibt vorerst am Ball. Pass. Bleibt hängen, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor der Gast. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Wäre wichtig herauszukommen, aber Tor. 1:3 aus Sicht der Gäste. Ein Tor, das durchaus zu verhindern gewesen wäre. Aber das 3:1 für den USK Gneis ist auch der Einstand dieser Begegnung. Mit diesem Best-of sind wir auch einen Beitrag am Ende dieser Ausgabe angelangt und ab nächste Woche darf ich euch wieder hier an dieser Stelle aufs Glatteis führen. Die erste Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockey-Magazin, geht hier auf Sendung und ich freue mich schon, Eishockey-Ergebnisse euch frei Haus via Wohnzimmer liefern zu können. Bis nächste Woche bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche noch eine angenehme Zeit und gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Es verabschiedet sich euer Mann.